Weiter geht es mit Moldawien. Kodrianka Kishinev ist jetzt an der Reihe aus der moldawischen Hauptstadt. Übrigens, die Wertungsrichter sitzen erhöht, 7 davon unter unserer Kabine, ziemlich weit oben an der Hallendecke, um den Überblick zu haben. Die Tänzer tanzen auf unsere Kameras zu, also auch auf die Wertungsrichter. Vor 20 Jahren beim ersten Start war Moldawien noch letzter. Aber schon damals wollten sie es wissen, an was es lag, und sagten, wir wollen einmal Weltmeister werden. Das sind sie auch geworden. 4-mal. 97, das erste Mal, dann 2001, 2002 und 3. Hila Shock heißt der moldawische Titel der Kür. Übersetzt heißt das so viel wie Lass uns tanzen. Passt doch gut. Volkstanz aus Moldawien. Die Musik ein wenig später gewöhnungsbedürftig, wie Sie hören werden. Zum Teil vom Synthesizer gespielt, aber die tänzerischen Qualitäten sind überragend. Ein wirkliches Thema, wie die deutschen Mannschaften, hat diese Kür nicht. Sie lebt von der Perfektion der Linien, wenn sie denn so kommen. Und jetzt sollen sie kommen. 4,5 Minuten, Moldawien. Sie hören, was ich meine, ein bisschen Mickey-Maus-Musik. Und das soll eigentlich ein Quickstep sein, schwer zu erkennen, nicht nur für Sie, auch für die Wertungsrichter. Denn eins steht fest, in einer Kür muss man alle 5 Tänze des Standardtanzens eindeutig zeigen. Wunderschön aufgelöst, aus der 8. Reihe in das L. Se scutur frunzele can vechile romanze, zăpezele ca niște amintiri. Hai să dansăm tangol bunelor speranțe, hai să dansăm tangol primelor iubiri. Din nou ninge floarea de te, șoapte ca galben ca pe ale, și bani
Was für eine Leistungssteigerung der Moldawier. Fantastisch. Kaum ein Fehler zu erkennen. Lassen Sie sich nicht irritieren von unserer Kamera, die leicht rechts steht und von der Diagonalen die Mannschaften zeigt. Da stimmen die Linien nicht immer ganz. Aber es ist wichtig, dass sie nach vorne stimmen. Und da haben wir fast keinen Fehler entdeckt. Fantastische Leistung der Moldawier. Kodrianka Kishinev. Die Trainer dürften zufrieden sein. Aus unserer Sicht hier ein toller Auftritt der Mannschaft aus Moldawien. Natürlich kann man über die Musik streiten. Natürlich gefällt die nicht jedem. Aber das ist am Ende auch eine Geschmacksfrage. Nur, man muss sich auch die Frage stellen, ist es der Geschmack oder die Leistung, die dann entscheidet? Und der erste Blick sollte dann doch auf die Leistung gehen. Und die war erst...